Hallo meine Lieben, willkommen zurück zu Black and White 2. Wo wir gerade vor kurzem... ...dieses Erdbeben auf die Nuss gekriegt haben, und zwar richtig. Wo sich jetzt Gott sei Dank wieder alles geschlossen hat. Und wir unsere Siedlung neu aufbauen dürfen. Leider. Und auf den Ruinen, bin er jetzt eiskalt, auf diesen Ruinen bauen wir unsere Gebäude wieder auf. So, kurz schauen. Eroberungen, die nehmen hier oben gerade die Siedlung ein. Wir müssen auch helfen. Der schließt hier nicht so richtig, ne? Los, Attacke! Laufen die da durch? Okay, es ist geschlossen. Sehr gut. Okay, hier ist ja auch alles kaputt gegangen. Kriegen wir schon irgendwie hin. Wir helfen natürlich dem Volk, weil das war eine harte, harte Sache. Ich weiß, ihr braucht Häuser. Ist hier dieses Hochhaus auch eingestürzt? Das gibt's doch nicht. Oh, wie frech. So viel Nahrung wie möglich. So. Okay, ich möchte jetzt was ausprobieren. Ausrücken. Bald kann sich niemand der Schönheit meiner Stadt entziehen. Mit unserer Armee zu... Oha. Los, Jungs, los. So. Come on.
Jetzt schlag zu. Das gibt's doch nicht. Gib ihm. Jetzt mach ihn fertig. Hier wartet sehr viel Truppe. Das heißt, wir brauchen eigentlich zwei Armeen, um diese Ortschaft einzunehmen. Und dann können wir von dort Magie nutzen. Die nehme ich jetzt alles andere gerade ein. Gott sei Dank sind diese anderen Sachen hier alle okay. So, Heilung. Wird schon irgendwie gut sein. Da kommen jetzt die Armeen. Wie sieht's hier aus? Habt ihr schon angefangen zu bauen? Ein bisschen wenigstens, okay. Die Taverne steht hier schon. Was wünscht ihr euch? Noch mehr Felder? Nee. Ihr braucht Nahrung, ja. Das verstehe ich, ja. Bekehrter Bauer. Weiter komme ich nicht. Boah, hier wartet zu viel. Mann, hier wartet echt viel. Der hat uns ja ganz schön wehgetan, deswegen. Ja gut, nicht, dass ein Riss in der Erde nicht zu uns passen würde. Zu unserer heftigen Siedlung hier.
Und dadurch wurde unsere Erzmine zerstört, sehe ich gerade. Echt jetzt? Das wollte das Spiel? Uns die Erzmine kaputt machen? Krass. Wir müssen also in den Angriff gehen. Alles andere ist nicht umsetzbar. Okay, wir haben... Wie teuer wäre denn noch eine Armee? Die 100 besten Bogenschützen würde 280.000 kosten. Das haben wir nicht. Okay. Werden wir bald eine eigene Armee aus dem Boden stampfen müssen. Bekehrter Brüter. Bekehrter Brüter. Ob ich da rankomme? Die hätten gerne Schlaf und Freizeit, die Leute. Sonst haben wir fast alles errichtet. Außer ein Friedhof. Sie ehren ihre Toten. Bald werden auch sie tot sein. So. Es gibt's ja wohl nicht. Ein Riesenkackhaufen. Der liegt daneben euch. So, die Armeen sind jetzt hier. Aber die wissen schon, warum sie sich da hinstellen. Also, sobald ich das einnehme, laufen die es an. Lasst sie die Wut unserer Armeen spüren. Wäre schön, wenn die mal hierher kommen würden. Könnten wir ein bisschen ausrasten. Wir haben echt kein Eisen mehr. Brauchen wir 500 Eisen. Wie komme ich an Eisen? Keine Nahrung mehr. Leute, Leute, Leute. Das ist ganz viel Nahrung jetzt. Sehr gut. Wir greifen jetzt wen an? Hier? Wollt ihr angreifen? Okay, wir müssen jetzt irgendwie hier mehr Einflussbereich kriegen. Das ist das nächste, was ich machen werde. Und jetzt werde ich was Böses bauen. Was ich schon längst hätte tun sollen. Allein um hier weiter in die Richtung zu kommen. Gibt es jetzt hier einmal eine Folterkammer direkt an der Mauer.
dahin. Und ein Gefängnis gegenüberliegend. Wenn jemand Ärger macht, ab in den Knast! Ach, entschuldigt. Oha. So, 100 Erz und der braucht 300 Erz. Was ist denn das? Weil die immer wieder angeschissen werden, sozusagen. Kein Erz im Haus. Natürlich blöd. Müssen wir mal gucken, dass wir irgendwie an Erz kommen. Da vorne liegt der Erz. An der Mauer. Vielleicht könnt ihr unsere Kreatur mal untersuchen. Bauen. Mal gucken, was passiert. Wenn sie das bauen soll. Weil das Erz hier unten. Komme ich nicht rein. Aber vielleicht kann er ja Erz beschwören. Das wäre super. Geht das? Dann baust du auch das jetzt noch. Weil wir kein Erz haben, musst du das jetzt alles bauen. So. Wofür war das denn, Alter? Was? Du hast doch noch nicht so ganz drauf, oder? Mit dem Bauen. Du sollst es mit Erz bauen noch, Mann. Das müsst ihr euch ansehen, Meister. Oh. Vielleicht? Du musst etwas unternehmen. Es frisst alles auf. Tabius? Tabius! Ich komme! Mhm. Eine Tragödie. Die Menschen sterben! Befreie die Mine von den Monstern, aber die Mine ist zerstört. Kann er überhaupt Erz holen? Sind das diese Monster oder was?
Karte. Das hast du ja schon. Oh, jetzt habe ich die alle weggeschmissen. Ob das so sinnvoll war, weiß ich jetzt nicht. Und hier kann ich nicht ran. Geh da mal weg. Mach, was du willst. Ich versuche jetzt was. Wir haben die jetzt angezündet, die nicht vorhandene. Du bist ja so mächtig, du sadistische, nichtsnutzige, möchte gern Gott. Du Eieiei. Willst leiden? Das kannst du haben. Cool, du hast ihn in den Wahnsinn getrieben, Boss. Du bist der Größte. Er trainiert mit einem Busch. Er trainiert mit einem Busch. Es so, jetzt möchte ich, dass du es isst. Mach mal anders. Dann mach halt mit dem, was auch immer du vorhast. Genau, bring ihn da wieder, bring ihn da hin. Befreie die Mine von den Monstern. Tja, hat nicht so ganz hingehauen, ne? So. So Leute, aber ich habe eine kleine Ankündigung für euch jetzt, für alle aktiven Black and White 2 Zuschauer. Und zwar zeitlich, wie auch motivationstechnisch, wie auch, da bin ich ehrlich, da muss man als Content Creator, also als jemand, der Videos auf YouTube erstellt, muss man da ehrlich sein, auch aufgrund der Aufrufzahlen und aufgrund der Tatsache, dass es, glaube ich, noch ganz schön dauert, werde ich das Let's Play nicht weiterführen als heute, vorerst. Wenn ihr euch natürlich zusammenschließt und ich einige Zahlen sehe mit doch, spiel weiter, spiel weiter, spiel weiter, dann mache ich das auch. Aber es wird ein bisschen dauern, ehe ich dann vielleicht weitere Folgen mache oder ich zeige euch vielleicht einfach das nächste Level oder ich mache Sprünge oder so, ich weiß noch nicht. Aber vorerst ist es jetzt erstmal nicht mehr geplant, dass ich Black and White 2 weiter zeige. Es gibt viel zu viele andere Spiele, auf die ich richtig, richtig Lust habe. Und um das alles gebührend zu beenden, werden wir jetzt diesen letzten Angriff hier durchführen. Das heißt, meine Kreatur wird als Soldat unterwegs sein. Als Soldat ran an das Geht Haus. Euren sinnlosen Kampf auf, Griechen. Schließt euch unserer Stadt an.
Viel Eindruck hätten wir hier gar nicht mehr benötigt, bis wir die ersten Überläufer hätten. Aber es reicht jetzt mit den Versuchen. Wir werden hier jetzt diese Ortschaft attackieren. Mit allem, was wir haben. Das ist diese Armee und das Tierchen. Oh. Und er zündet das Dorf an. Jetzt kommt die alles entscheidende Frage. Kommen Armeen zu uns oder nicht? So wie es aussieht, nicht. Dann lassen wir unsere Kreatur mal die Mauer angreifen, während wir das hier erobern. Anscheinend geht das durch. Letztes Mal hat er die Mauer ja so übelst unter Strom gesetzt, dass das ging. Da wurde kaum gekämpft. Ja, er macht's wieder. Geht nicht so ganz hingehauen. Ich dachte, er macht den Zauber vielleicht öfter. Aber die Ortschaft holen wir uns, ja. Also ich wollte euch das halt jetzt mitteilen. Dass, ich hoffe, das ist nicht schlimm. Ist. Wenn ihr Black and White 2 spielen wollt, könnt ihr euch das günstig kaufen. Günstig meistens gebraucht, von der Pyramide oder so. Und könnt es dann mit Hilfe des Discord-Tutorials von mir. Oh nö. Könnt ihr es dann installieren? So, und jetzt auf zum letzten Kampf in der Season. Wir versohlen uns den Hintern, Boss. Unsere Kreatur! Bis jetzt sieht das eigentlich alles recht gut aus, was unsere Soldaten hier machen. Sind auch welche von uns eigentlich gestorben? Bis jetzt glaube ich nicht, ne? Wir werden angegriffen. Macht etwas.
Naja, viel können die ja nicht mehr haben an Soldaten, ne? Das kann nicht sein. Die Schrift hat mich betrogen. Bereit. Ausrücken. Okay. Gut, also mit diesem Kampf würde ich mich dann erstmal verabschieden von euch. Ich wünsche euch noch ganz viel Spaß. Ich hoffe, ihr hattet auch viel Spaß. Und wir sehen uns dann... Ah, hier erneuert sich das Land sogar, was sich hier nicht erneuert hat. Ja, und dann mal bis zum nächsten Mal. Das war euer Zigaro mit Black and White 2. Vorerst letzte Folge. Ciao. The royalty, now we're breaking down the enemy.